Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier aus dem DM Studio. Mein Name ist Master Schröder und zu Anfang gleich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, oder ich weiß es gar nicht. Ne, die gute Nachricht ist, es kommen jetzt wieder ein paar neue Spiele raus. Die schlechte Nachricht ist, ich muss dafür irgendwelche anderen Spiele quasi pausieren, beziehungsweise, naja, passt halt nicht mehr in den Schedule rein, ne? Also, passt nicht mehr in den Kalender oder nicht mehr in die Zeit, in der ich die schaffen möchte, die Spiele. Oder, ja, die Zeit, die ich halt eben einfach habe, um die Spiele zu spielen. Was schade ist, ja, aber na gut, so ist es nun mal leider. Und da fällt auch dieses Spiel dann leider Gottes ein wenig drunter. Also es könnte sein, ich muss noch gucken, wie ich es umplane. Also ich habe gerade schon mal Gruppenplan aufgestellt, habe dann schon wieder, wo waren hier Wölfe, ne? Ah, da sind sie schon. Ja, das ist schon, hier schon. Ach, gleich auch zwei. Okay. Also hier renne ich echt ungern lang, muss ich ehrlich sagen. Inventar. So. Das ist mal klären. Dann heute mal die Jungs hier. Also wie gesagt, da ist und wird es jetzt dann eine Umstrukturierung geben. Und ja, wird nicht, wird das eine oder andere wird dadurch halt wegfallen oder sowas. Ich weiß noch nicht ganz genau. Also ich spiele es immer noch gerne, das Spiel, muss ich ehrlich sagen. Wenn auch, sagen wir mal, mit gedämpftem Enthusiasmus mittlerweile, weil es doch jetzt, naja, sagen wir mal, naja, es ist halt eben, Man wartet darauf, dass das Neue kommt. Die neuen Inhalte kommen. Und da bin ich so ein bisschen am Struggeln, am Warten drauf. Wie ich das denn mit einbringe, wo ich das mit einbringe und so weiter. So. Kann ich hier irgendwo einmal so quer durch den Wald drin und dann komme ich davon am Weg raus. Das war ja schon mal mit zwei Wölfen am Popo, das ist nicht so gut. Also die Tiere bewegen sich jetzt auch schlechter, finde ich. Also das war früher besser. Die sind nicht so Harvard, also so einfach dann so hin und her geglitscht, hätte ich fast gesagt. Wie gesagt, das Spiel ist super. Also mein Fazit zu diesem Spiel ist, das Spiel ist super. Es macht mir super viel Spaß. Es sieht einfach wunderschön aus, das muss man auch sagen. Es erzeugt so schöne Bilder und ich kann mich gar nicht satt sehen an dieser Gegend und so. Also das man entdeckt immer wieder Orte, wo man sagt so, oh, das sieht jetzt aber echt schick aus, ne? Das haben sie echt gut hingekriegt oder gut gemacht oder so. Deswegen größten Respekt an die Spieleentwickler, die sich hier in dieses Spiel quasi so reingehangen haben und dass das halt so aussieht, wie es aussieht. Sehr schön und auch das, ja, ein dauernd neuer Content auch geliefert. So ist es ja nicht, ne? Also es ist ja jetzt bei weitem nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, so Mensch und Kinders, ich spiel's nicht mehr, weil ich keine neuen Erkenntnisse mehr sammel oder sonst irgendwas, ne? Also da ist immer noch was dabei. Wir haben jetzt erst vor kurzem das erste Mal überhaupt was richtig schön gebacken mit Mehl und ähnlichem. Also eine Fleischpastete uns gemacht, die hätte uns jetzt so auch ganz gut geholfen. Ich panike immer noch, wenn mich die Wölfe angreifen. Ich weiß, dass ich da ganz kurz die Pause drücken kann und dann diesen Bärlauch da futtern kann. Oder spitzwegerig ist gegen Husten, breitwegerig. Dass ich mir denen einwerfen kann und dass ich tatsächlich relativ schnell wieder Gesundheit kriege. Ja gut. Aber ja, so einige Sachen. Das mit den Generationen haben wir noch nicht gesehen. Also wie gesagt, mein Fazit, tolles Spiel, super gemacht. Und da wir in der Alpha 0.3 sind und meistens Alphas doch durchaus bis 10, 12, 15 vielleicht hochgezählt werden oder sowas. So viel Iterationen wird es da wahrscheinlich geben. Ich habe jetzt auch mich jetzt nicht sonderlich auf die Suche gemacht, was für einen Inhalt sie alles noch reinbringen wollen, aber schaut euch doch einfach sowas mal an hier. Wenn man hier, wie der Wald da hinten aussieht, da hinten erkennt man, wo das kleine Dorf dort hinten drin im Wald, und wenn jetzt hier wahrscheinlich direkt auf die Ecke gehen, dann sehen wir hier vorne auch das andere kleine Dörfchen noch, was diesseitig des Sees oder Flusses liegt. Man kann es ja ahnen. Und hier von hier aus kann man vielleicht sogar schon unsere Gegend erahnen, wo wir uns niedergelassen haben. Da das offene Feld dann ist hier hinten. Also man erkennt auch dieses Dörfchen dort.
Und auch das, was da hinten ist. Also, es ist ein geiles Spiel. Kann man nicht anders sagen. Haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, also. Mir gefällt es ungemein gut. Und. Upsala. Ach, guck mal, hier hat einer Holz gefällt. Na, wenn mal das nicht ich war. Also, mein Fazit ist, wer auf solche Art und Weise Spiele steht, die halt eben, naja, doch durchaus langwierig werden können oder wo man dann halt ein bisschen Ausdauer braucht, wo man auch so ein bisschen. Wer Life is Yulu zum Beispiel sagt, das ist eine geile Spielidee, aber mir dauert das Grinden zu lange, kann es hiermit versuchen, weil der Grind ist hier ein bisschen kürzer. Also, nicht ein bisschen, ist, glaube ich, erheblich kürzer. Man kann viel mehr machen und man kriegt halt eben auch NPCs dazu. Ich weiß gar nicht, ob sie das in Life is Yulu jemals eingeführt haben, dass man dort NPCs hat. Aber solche Sachen denn halt, ne? Also da muss man sagen, da ist das ein klasse Spiel. Man kann Wälder anlegen, man kann Tierzucht betreiben, man kann jede Menge Leute in seiner Basis beschäftigen, die dann dafür da sind, dass ein bisschen was passiert und so. Also es ist rund und roh ein richtig gutes Spiel, richtig gut geworden. Und es gab jetzt auch wieder vor kurzem einen kleinen Patch. Da sind, glaube ich, noch ein paar Geräusche hinzugekommen. Die neu sind, glaube ich, irgendwas mit der Schaufel, mit dem Wechsel und ähnlichem. Also da, ich glaube auch diese Türgeräusche sind neu. So, alles rüber, so. Und dann klack, ne, also dieses Klappern von den Türen ist, glaube ich, auch neu. Also solche Sachen ist schon toll. Also, wie gesagt, von mir definitiv eine klare Kaufempfehlung. Kann ich so nicht anders wiedergeben. Gut, wir werden sicherlich noch hier auf dieser Karte weiterspielen, aber halt eben in reduzierter Folgenzahl. Also nicht mehr 3 oder 4 Folgen die Woche. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hatte. 3 Wochen hatte ich, ne? 3 Folgen in der Woche. Das wird sich wahrscheinlich auf eine Folge dann zurückziehen. Ich muss mal gucken, ob wir dann wieder den Sonntag nehmen oder sowas. Dass der Sonntag quasi bei allen Let's Plays die Unterbrechung ist und da dann halt die Sachen kommen, die halt einmal die Woche kommen. Ja. Gut, das erstmal dazu. Gut. Was lag jetzt eigentlich großartig noch an? Ich habe wegen dem Pferd habe ich geguckt. Eine Quest liegt eigentlich noch an. Ich müsste noch eine Quest irgendwie durchkriegen. Eine schnelle Quest. Da gucken wir doch mal rüber. Pferd kann ich mir momentan nicht leisten. Das ist noch zu teuer. Da müssen wir noch ein bisschen. Warte mal, kann ich irgendwas mitnehmen, was ich verkaufen kann? Ja, ich kann ein bisschen was mitnehmen, was ich verkaufen kann. Zumindest die Eier kann ich verkaufen. Die brauche ich dann wirklich nicht. Oder nicht mehr. Ich muss, glaube ich, in die dicke Suppen. Na, weiß ich nicht, ob da genügend von hergestellt werden. So, diesen komischen Pilz. Ah, na, da sammeln sie ja noch. Salzfleisch. Ist auch nicht kein schlechter Preis für Salzfleisch, ne? Haben wir noch irgendwas hier? Fischfleisch lasse ich mal drin noch. Ach komm, dann nehme ich jetzt hier die Beeren mit. Die 20 Kilo. Komm, dann kommen die Pilze halt auch noch mit. Dann kann ich die Pilze dann auch noch gleich mit verkaufen. Dann sind sie erstmal weg wieder. Essen werde ich sie sowieso nicht. Also das ist ja Pilz, das ist ja so ein Notfallessen. So. Gut, 90 Roggenkörner liegen hier noch drin. Warum liegen hier noch 90 Roggenkörner? Warum habe ich hier 90 Roggenkörner übergelassen? Hä? Ich hab doch, das Feld ist doch gerockt, ne? Na, das ist so alt. Hier ist überall Roggen drauf, ja. Welt haben wir also fertig. Dann kann ich die 90 Roggenkörner auch noch mitnehmen und verkaufen. Oh, ja, nicht mehr. Also ich will jetzt nichts großartig mehr backen oder so. Warum habe ich hier 90 Roggenkörner drin? Ach, das ist... Nee, die habe ich bei? Nee, warte mal, die Nahrungskiste. Das ist wahrscheinlich, das ist der Roggen, den Digi Dingsbumst hat hier, ne? Den die gute Frau dort gemacht hat. Stimmt, jetzt fällt es mir ein wie Schuppen von den Augen. Da muss ich mir ein neues Ei. So, gut. Und dann gehen wir da rüber und vielleicht kriegen wir da auch noch den einen oder anderen rekrutiert. Was kann ich denn jetzt noch rekrutieren? Ich glaube... Management, Häuser. Ich habe hier 2, die sind nur mit einer Frau belegt, ne? Teilsanzeigen, ja... Eine Frau und hier auch. Also 2 Männer kann ich mir noch anheuern. Da können wir rüber gucken, vielleicht. So, kriegen wir die Quest noch gelöst, dass es irgendwas Schnelles ist. Irgendeine Transportquest oder irgendwas Schnelles suchen oder ranholen. Das sollte dann ja gehen. Und
Dann haben wir da auch die Punkte quasi. Das ist ja, uns fehlen hier, glaube ich, bloß noch ein Punkt jetzt oder so. Ich glaube, ein Punkt fehlt uns, ne? Im Journal gucken. Ein Punkt Reputation fehlt uns nur noch. Also wenn wir das dann noch schnell durchkriegen, wäre ja auch ganz cool. Und das wäre es ja dann eigentlich auch schon. Wenn die Punkte dann noch haben und so. Können wir noch mehr Gebäude bauen. Also mein Gebäudelimit haben wir noch nicht erreicht. Aber ich sag mal, so ein Stall sollte noch werden. Und andere Sachen sollen noch gebaut werden. Aber ja, das kommt dann später. Also wir sind schon wieder an unserer Leistungsgrenze. Was ist denn, sind wir jetzt schneller irgendwie K.O. oder so? Kann das sein? Oder... Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich doch früher das Gefühl gehabt, dass ich mit zweimal Sprinten einmal drüben war. Und dass ich da nicht so oft pusten musste zwischendurch. Ja, aber das kann natürlich auch so eine gefühlte Wahrheit sein. Ach, ja. Gucken wir mal, was der Questgeber hier von uns verlangt. Und dann können wir hier noch ein bisschen handeln, können wir noch ein bisschen Zeugs wegschmeißen hier. Die Leute noch ein bisschen das Geld aus den Taschen ziehen. Ich meine, so ein Dings kostet halt richtig viel Geld, ne? So ein Viech. So, also so ein Pferd. Und wir brauchen wahrscheinlich auch den Stall, weil sonst kann ich es nirgendwo einordnen. So. Wer ist denn hier derjenige, welcher hier die Quest hat? Das bist du. Okay, dann drücken wir jetzt mal schnell F5. Dann speichern und dann gehen wir hier mal hin. So, kann ich dir bei etwas helfen? Werter Herr, kannst du mir besorgen behilflich sein? Worum geht es? Ich versprach, ein paar Hosen für die Einheimischen zu entwerfen, aber mir gingen die Zutaten aus. Ich werde natürlich belohnen. Hosen. Alte Lumpen. So. Sollen wir mal ganz kurz gucken. Nee. Im Journal alte Lumpen. Wo muss ich ihn liefern? 7x Flachs. Den habe ich schon alles verarbeitet, ne? Siebenmal Flachs oder Flachshalme? Und 5x Leder. 5x Leder ist kein Problem. Die können, das ist ja, das kriege ich ja schnell gejagt. Aber Flachs an sich. Sag mal hier, bei dir gibt es doch, glaube ich, Flachs oder sowas, ne? Nee. Gib mir deine Waren. Du hast Flachs. Ah ja. Ah, okay, das Flachs ist das Ungedroschene. Ja, das habe ich natürlich alles ungedroschen. Gut, dann hole ich mir mal jetzt hier einfach mal 7x Flachs. Guck mal, 7x Flachs. So. Rockenkorn kannst du haben. Ja, die Pilze kannst du haben. Kannst du dich mit vergiften? Interessant, dass das Gelb jetzt dahinter liegt, das was da neu ist. Das ist, glaube ich, auch neu. Nummer 32 Eier, dann haben wir hier noch 54 Beeren, hier noch ein paar Röhrenpilze. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf Wiedersehen. Ach shit, jetzt habe ich das nicht verfolgt. F. 7x Flachs und 5x Leder. 5x Leder hole ich dir auch noch ran. Moment, ach, dann gehen wir kurz ein bisschen Bildjagen. Rennen wir hier kurz raus in den Wald und dann schießen wir hier mal 2 Hirsche und dann haben wir die 5x Leder zusammen, denke ich mal, oder 3 Hirsche. Das sollte fix gehen. Gut, dann haben wir die Quest nämlich auch durch. Und dann haben wir auch die Punkte durch. Wie viele Eisenpfeile habe ich eigentlich noch? Weiß ich nicht, werde ich gleich erfahren. Denke ich mal, wenn ich schieße und müssen wir bloß vor der Nacht noch durchkriegen. So. Wo waren denn hier die Hirsche? Hirsch? Ah, Hirsch? Oh, ein Wildschwein nehme ich auch. Hm, gerade sehe ich keins. Sind die sonst nicht Hirsche in dem Waldstück? Dachte ich ja nicht immer. Hasen waren hier auf jeden Fall, aber Hirsche waren hier auch, oder nicht? Ausdauer hättest du ja zu gering. Da hätte man Hasen, aber da kriegt man kein Leder, da kriegt man Pelz. Jetzt bin ich ja gleich zu Hause, kann ich auch den Leder aus dem Lager nehmen. Nicht. Naja, dann machen wir das so. Nehmen wir Leder aus dem Lager. Wenn ich so, habe ich nicht sogar noch, habe ich das schon, ach, das habe ich schon weggepackt, ne? Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich auch noch ein Hirsch über den Weg. Steht denn da mal ein Grün dran, ne? Ah, 100%. Interessant, dass das jetzt da farblich ist, ne? Das ist auch neu.
Das ist auch neu. So, dann können wir ja jetzt hier mal ganz kurz ins Lager gehen und können schnell mal die 5 Leder noch holen. Ja, wir kaufen uns quasi die Reputationspunkte. Mein Gott, nicht wieder schlimm. Kann man ja machen. Aber ich weiß noch nicht, warum er denn nicht so gnädig ist und ihr da hilft. So, warte, hier, die Kiste, da muss ich hin. Leder, F. 5-mal. So, dann haben wir das. Und dann gehen wir da rüber und geben ihr das. Und dann haben wir das geschafft. Und dann sind wir sozusagen, glaube ich, durch die Story durch oder so. Ich weiß nicht, was dann kommt. Oder dann könnte es mit der anderen Story weitergehen von unserem werten Unigost. Unigost heißt er so? Ich glaube ja, ne? Also von dem Typen, der da hier mal der Verwalter war. Ich vermute ja, dass der wirklich was mit dem Verschwinden von meinem Onkel zu tun hat. Also es geht ja immer noch darum, dass wir hier sozusagen unseren Onkel in diesem Tal ein bisschen von seinem Leumund gelebt haben und deswegen die Baugenehmigung eines Dorfes erhalten haben. Ich bin schmutzig. Ja, das weiß ich, aber mein Gott. Manchmal muss man halt auch schmutzig sein. Da erinnere ich mich gerade, ich habe heute ich weiß nicht, ob ihr Voice of Germany guckt. Aber da habe ich heute ganz kurz nochmal also ich mag diese Paula Della Corte, die finde ich ganz cool. Sagen wir mal, so rein optisch sagt die mir schon zu. Also die finde ich jetzt erstmal schon mal hübsch. Und auch so von ihrer ganzen Art, die hat so ein bisschen diesen Star-Appeal. Irgendwie, irgendwas hat die so an sich, wo man sagt so, das ist was Besonderes. Und deswegen bin ich da, habe ich dann das erste Video von ihr gesehen, also ihre Blind Audition, wo sie sich entscheiden musste, wo sie hingeht, in welches Team. Und da hat Samu, der ja Finne ist und deswegen vom Deutschen halt nicht ganz so viel, also nicht ganz so mächtig ist, hat dann natürlich gesagt, um sie denn davon zu überzeugen, es gibt diese Methoden quick and dirty, ne? Also das ist ja im Amerikanischen und im Englischen ist das ja gang und gäbe, dass man halt sagt, man macht irgendwas schnell und so. Und oder kurz. Und er hat dann zu ihr gesagt, mach es kurz und schmutzig, ne? Das kommt natürlich im Deutschen ist dieses schmutzig und mit machen in, das kann man fehlinterpretieren, sagen wir mal. Im schlimmsten Fall. So, Hallöchen! Ich habe alles hier, was du brauchst. Somit habe ich jetzt ein neues Level in der Diplomatie erhalten. Ich habe Fähigkeit erhalten, neues Level Diplomatie. Was nehmen wir da? Sag meinen Namen, was ist das denn? Rufsteigerung bei der Industrie durch Quests, okay. Verkäufer, da komme ich immer noch nicht hin. Komme ich da noch nicht hin? Da muss ich irgendwas hier dazwischen machen, ne? Muss ich Sag meinen Namen eigentlich machen, ne? Naja, gut. Viel Käufer ist natürlich aber auch nicht schlecht. Ich kaufe ich so viel? Ich müsste eigentlich eher den Verkäufer endlich mal machen, ne? Dann nehme ich hier mal, sag meinen Namen, damit ich dann an den Verkäufer komme, ne? Ist der Verkäufer hier? Steueroptimierung, 10% weniger Steuern, okay. Guter Gastarbeiter, Stimmung für jeden Einwohner, ah, okay. Leveln wir das hier jetzt mal und dann, wenn wir das nächste Diplomatie-Ding haben, dann werden wir den Viehkäufer nehmen. Verkäufer nehmen, damit wir ein bisschen mehr höhere Verkaufspreise kriegen. So, gut, das haben wir dann erledigt. Moment, ich wollte noch gucken. Ich habe jetzt auch die andere Quest ist auch fertig. Das heißt, wir haben beim Management jetzt die 10.000 Reputation, okay, die man dafür braucht und haben jetzt ein Gebäudelevel von 40 und 24 haben wir erst gebaut. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt auch so ein paar Kleinigkeiten noch bauen wollen würden, da natürlich loslegen. So, jetzt wollen wir ganz kurz mal gucken hier, wen kann ich denn davon als Rekrut bekommen? Hier sitzen schon mal drei Typen. So, dann versuch's erstmal mit dir hier. Hallöchen, hast du einen Moment Zeit? In die Jagd eingestiegen? Oh, das hilft schon mal. Hast du einen Moment Zeit? Schönes Wetter? Ja, probier mal. Oh, das hat geklappt. Aber dann ist auch vorbei. Okay, dann nehme ich mir dich vor hier. Oh, du hast schon 63%. Wie ist die in letzter Zeit ergangen? Wunderbar, ich baue eine Siedlung auf. Gut, wir sehen uns dort. Und du? Einen Moment Zeit, schönes Wetter heute. Hast du einen Moment Zeit? Hast du Adlige gesehen? Oh, ich hoffe gerade Siedlung. Gut, wir sehen uns dort. So, dann haben wir die zwei fertig. Dann haben wir Ballbird und Dings. Und die müssen wir jetzt natürlich noch zuordnen in Gebäuden. Das heißt, Radomir, du bekommst dein Haus. Und zwar dieses dort. Sehr schön. So. Und dann du auszuweisen, dieses dort.
So, du bist recht gut bei Crafting mit 3 Punkten, sehr gut. Also du kannst eigentlich auch in die Feldarbeit gehen und du kannst Feldarbeit, du kannst jagen und du kannst, was ist das hier? Eine Fähigkeit in der Mitte. Weiß ich nicht, was das für eine ist. Aber was kann ich mir dabei meinen eigenen Fähigkeiten angucken? Das ist Diplomatie. Diplomatie 3 interessiert mich nicht so. So, das heißt, der eine kann auf jeden Fall in der bei der Nahrungskochgeschichte mit anfangen. Und den anderen würde ich hier als Farmer einstellen. Das sieht dann nicht ganz gut aus, dass er auf der Farm arbeitet. Das Crafting ist dann nicht so gut, aber er kann halt die Feldarbeit recht gut. Und er kann craften ganz gut. Und ich könnte diese alle als Farmer. Naja gut, okay, warte mal. Ich werde Details anzeigen, Arbeitsplatz zuweisen. In die Taverne kann ich, glaube ich, keinen mehr reinstecken, oder? Nee. Da sind schon 2 hier drin. Ressourcenlager brauchen wir nicht. Schweinestall haben wir. Scheune. Okay, dann kommt er erstmal in die... Warte mal, ist der? Das ist nicht der, der craften kann. Die Crafting. Crafter könnte ich auch in die Schmiede stecken oder sowas. Naja, machen wir mal Zuweisung. Arbeiter zuweisen. Erstmal als Farmer. So. Gut, also muss ich meinen Gasthof ausbauen, damit ich dann noch einen da reinstecken kann. Aber du kriegst jetzt auch erstmal dann Arbeitsplatz zuweisen. Landwirtschaft zuweisen. Farmer. So, an den werden wir dann irgendwann mal ändern auf Feldarbeit, damit er einer Feldarbeit machen kann. Dann haben sie beide einen Job. Muss ich hier bloß noch bei der Farm auch einstellen, was ich gerne gemacht haben will, ne? Ich glaube, das habe ich nämlich noch gar nicht. Farmer ab. Wo ist denn meine Farm? Freunde, da ist er. Super, mit F und, naja. Details anzeigen, Produkte, Roggenkorn, aber keine Ressourcen zu. Dann macht das doch auch nicht. Dann macht doch Dünger. Da sollte sich ja was ausgehen. Dung habt ihr ja. So, sehr gut. Okay, dann kann das losgehen. Gut, dann würde ich sagen, was? Jetzt, warum hat Onigos jetzt eigentlich da solchen Trag? Okay. Na gut. Das war's dann erstmal für heute. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir uns wiedersehen. Dass wir uns wiedersehen, das weiß ich aber. Also wir werden hier auf jeden Fall weiterarbeiten an dieser wunderschönen Landschaft. Aber wie gesagt, ich muss noch gucken, wie ich das einplane. Ich kann mir vorstellen, dass es erst wieder am nächsten Sonntag, also nicht morgen, sondern die Woche drauf, eine Folge gibt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. Aber, ja gut, viel ändern könnte das eh nicht. Also ich werde jetzt auf jeden Fall Mad Games Tycoon, nicht Mad Games, wie heißt das, Mad Games Studio? Mad Games Tycoon. Das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt erstmal mit anspielen will. Und dann habe ich noch 2 Demos, die ich mir angucken will, die ich euch auch zeigen möchte. Übers Wochenende jetzt, da werden wir so werden ein paar mehr Videos wahrscheinlich dann kommen. Und ja, da muss ich halt ein bisschen was freischaufeln. Und Mad Games soll jetzt auch erstmal, oder Mad Games Studio, keine Ahnung, soll jetzt auch erstmal sozusagen dann Vorrang bekommen und auch täglich laufen. Und deswegen brauche ich einen Slot frei, um mehr als 4 Videos am Tag. Ist halt in der aktuellen Lage, was Arbeitszeit, was andere Sachen angeht, leider nicht drin. So, wir sind aber voll bevölkert und wir müssen wirklich zusehen, dass wir dann die volle Bevölkerung auch nahrungstechnisch auf Leg kriegen. Ich denke mal, da müssen wir dann vielleicht ab und zu mal selber dann Hand anlegen. Steht hier kein Dings dazwischen? Oh Gott, ich dachte, dass da ein Basteng dazwischen steht. Ja, auch nicht. Was so viel davon gebaut. Nehmen wir nochmal schnell ein Bad, bevor wir ins Bett gehen. Und wir sehen uns dann wieder im Winter. Dort werden wir wahrscheinlich ein bisschen Jagd betreiben. Wir werden wahrscheinlich auch in die Mine gehen. Also in die, also nicht in die Mine gehen, sondern in, ja doch, wir gehen in die Mine, in die Höhle gehen und werden ein bisschen was machen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja dabei wieder. So, wo ist mein Haus? Ist das mein Haus? Hallo? Wer bist du? Nee, Ulrika ist nicht meine Frau. Meine Frau ist Ludovica oder sowas. Hier liegt Otto rum, da liegt Otto rum. Das ist mein Haus. Alles klar. Gute Nacht. Bis denn. Tschüss.